Der Kader UBCDEFOH aus Abbildung 156b werde von Vektoren B, D und E erzeugt. Geben Sie Vektor WQ abhängig von Vektor B, D und E an. So, wie geht das? Erster Ansatz. Vektor BQ, wie machen wir Vektor BQ? Ja, bitte? Zu Ortsvektor Q minus Ortsvektor B, also N minus Anfangs. Sehr gut. Und das ist, grundsätzlich mache ich das Ganze immer so. Wer es anders macht, ist immer okay, solange es stimmt. Also, jetzt schauen wir mal, was ist denn OB? OB, das müssen wir direkt sehen. Was ist OB? Ja, bitte? OB. Also dafür kann ich direkt das schreiben. Das ist der. So, und der andere wird ein bisschen schwerer. Ja? Das ist irgendwie so, so, so. Also da muss ich irgendwie so eine Wanderung unternehmen, bis ich beim Punkt Q bin. Was ist OQ? Was ist OQ? Ja, bitte. Das ist Vektor D. Ha, wenn die Zeichnung so ist, falsch ist es nicht, aber bitte die Struktur. Ja? Vektor E. Halt! Weiter. Plus Vektor D. Minus 1/2b. Oder nein, in dem Fall jetzt plus 1/2b. So ist es. Das ist, also ich einfach so entlang gewandert. Dann bin ich dort. So, dann fehlt hier noch das Minuszeichen. Also ist das hier mein BQ. So, und jetzt kann ich das Ding hier einfach nicht zusammenfassen. Was kommt da raus, wenn ich das zusammengefasst habe? Ja? Vektor E plus Vektor D minus 1/2b. Und wer jetzt das Ganze anders macht, ohne diese Definition, das geht auch, es ist auch erlaubt. Bei den Dingen geht das. Ja, bei den Oktaedern wird es ein bisschen schwerer, also da empfehle ich es. Ne? Einfach hergehen und sagen, gut, ich bin am Punkt B, wie komme ich denn zum Punkt Q? Dann sehe ich plus D, plus E, minus B halbe und dann bin ich auch da. Das heißt, plus D, minus B halbe. Das wäre genauso okay gewesen für diesen Wechsel. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?